So, hier ist Hi Blub Blub, aka Blubi, aka der Punchline-Professor, aka der Bestseller-Autor. Julians Blog hat ein neues Video hochgeladen und da geht es um die zweite Staffel des JOB. Ich bin mal gespannt, was er zu sagen hat. Wir schauen uns das Ganze mal zusammen an. Wir sind gerade zwischen Viertel- und Halbfinale vom aktuellen Okta-Battle und das ist genau der passende Moment, um ein paar Infos und eine neue Ankündigung loszuwerden. Erstmal zu den Battle-Terminen. Hell Kamikaze gegen Morgana findet am 11. Juni statt. Levi 77 gegen die Seekers findet am 25. Ah, sehr nice, wie er hier im Pokémon-Karten-Style den Rappern im JOB so einen Battle-Stil gibt. Ich hätte es im JBB mal ziemlich geil gefunden, wenn Julian zusammen mit den Rappern Sammelkarten an den Start gebracht hätte. Eigentlich schade, dass er es nicht gemacht hat. Unistadt und das Finale findet am 6. August statt. Darüber hinaus habe ich schon mit der YouTube-Community-Funktion bekannt gegeben, dass es ein kleineres Regel-Update gibt, und zwar Zeitlimits für die Runden, und es gibt eine Ausnahme für Features. Aber kommen wir zur Ankündigung. Nach dem Ja, diese Regeländerung habe ich auch mitbekommen. Und ich könnte mir vorstellen, dass dadurch höchstwahrscheinlich Fortune als Feature bei den Nirvana Seekers mitmischen könnte. Wie gesagt, könnte, Konjunktiv. Im Okta-Battle ist vor dem Okta-Battle und es geht direkt weiter. Das Okta-Battle 2 wird genauso. Noch einen kleinen Zusatz. Ich hätte es auf jeden Fall noch besser gefunden, wenn Julian diese Feature-Klausel für alle Rapper geöffnet hätte. Dann hätten wir vielleicht auch einen Typen wie, keine Ahnung, Parker sicherlich als Feature wieder angetroffen, glaube ich zumindest. So laufen wie das Okta-Battle 1, also gleiche Bewertungen, gleiches Quali-System und gleiches Preisgeld. Wer sich darüber informieren möchte, kann sich das Video in der Beschreibung nochmal geben. Folgendermaßen sieht der Plan diesmal aus. Vier Parteien sind aktuell im... Ja, es bleibt abzuwarten, ob das Preisgeld viele so vom Hocker hauen wird. Im Vergleich zu den JBB-Preisgeldern sind das auf jeden Fall Peanuts. Aber ich habe das Gefühl, dass Julian hier so ein neues Konzept oder neues Format aufziehen will. Von daher wollen wir dem Ganzen mal ein wenig Zeit zum Wachsen geben. Eine Alternatividee, die ich in den Kommentaren gelesen hätte bezüglich dieser Finanzierungssache, die fand ich gar nicht mal so schlecht, war, dass Julian vielleicht einen Spendenstream machen könnte. Ich bin mir sicher, dass da einige Bock drauf hätten. Dann könnte er ein bisschen mehr Geld einsammeln für sein Turnier. Halbfinale und alle vier bekommen eine Art halbe Wildcard. Das bedeutet, vier Plätze sind reserviert für die nächste Okta-Battle-Aufstellung. Im Optimalfall werden also für das Okta-Battle 2 insgesamt vier Leute oder Teams gesucht und im suboptimalen Fall irgendwas zwischen 5 und 8 Battle-Parteien. Halbe Wildcard bedeutet nicht, dass keine Qualifikation eingereicht werden muss. Es bedeutet lediglich, dass in der Qualifikation nicht alle Register gezogen werden müssen, um mich zu überzeugen und sich von den hunderten anderen Qualifikationen abzuheben. Also wer nicht kompletten Müll oder ein schwarzes Bild einreicht, der wird auch nochmal angenommen. Im Endeffekt heißt das, jeder, der sich im Okta-Battle bewiesen hat, bekommt eine Vorzugsbehandlung gegenüber jedem, der noch keine Runde im Okta-Battle überlebt hat. Damit auch jeder sich aktuell noch im Turnier befindende Mensch auch wirklich genug Zeit hat und nicht unter Druck gerät, eine Runde anzufertigen, plus eine Qualifikation für das nächste Turnier, ist der Einsendeschluss für die Okta-Battle 2 Qualifikation 6 Wochen nach dem Finale vom Okta-Battle 1, also am 17. September. Für alle anderen, abgesehen von den vier Battle-Erprobten, kommt es darauf an zu zeigen, dass gebattelt werden kann. Es darf innerhalb der Qualifikation auch der Wunschgegner herausgefordert werden. Natürlich ist es keine Garantie, dass dann genau diese Paarung auch stattfindet, aber es wird definitiv berücksichtigt werden. Im absoluten Optimalfall würde es so aussehen, dass alle vier Halbfinalisten nochmal Bock haben, weiterzumachen und es vier passende Herausforderer gibt. Wer der Meinung ist, er wäre battletechnisch heftiger als Hell Kamikaze, Morgana, Levi 77 und die Seekers, macht eine Qualifikation, lädt sie ungelistet auf YouTube hoch und schickt mir eine Mail an octabattle@aol.com. Wer vielleicht schon längst eine Quali fertig hat oder einfach innerhalb der Quali keine Herausforderung bringen möchte, kann auch in die Mail schreiben, wer als Gegner herausgefordert werden soll. Da es immer wieder vorkommt, dass Qualifikanten entrüstet sind, weil sie keine Antwort erhalten, wenn sie nicht angenommen wurden, wer nicht angenommen wird, der bekommt auch keine Mail, da ich mich alleine darum kümmere und das einfach unmöglich ist, gerade bei den ganzen Spinnerbewerbern, die es sowieso nicht ernst meinen. Ich bin auch nur ein Mensch, zwar ein übermenschlicher Übermensch, aber trotzdem...
Da muss er selbst lachen. Nur ein Mensch. Achso, für die Animationsmenschen gibt es auch wieder eine Möglichkeit, sich einzubringen. Ich bin ziemlich fest davon überzeugt, dass das Hauptintro nicht zu toppen sein wird und auch im Octabattle 2 seinen Platz behält. Aber vielleicht schafft es jemand noch optimalere Zwischenintros für das Octabattle 2 anzufertigen oder ein Outro. Auch Intros und Outros bitte wieder an octabattle@aol.com. Wer möchte, kann auch gerne einen geileren Versus-Screen zurecht basteln oder wer andere Ideen hat, kann auch die gerne mitteilen. Jede Aufwertung für das Turnier wird dankend angenommen. Wie ein Basketball. Oh, schöner Spit. Ja, ich glaube, das war das Infovideo. Ich könnte mir vorstellen, dass Julian sicherlich mehr Bewerber bekommen wird. Sicherlich wird er auch ein gutes Teilnehmerfeld an den Start bringen, da er, wie ich finde, in seinen aktuellen JOB-Analysen bewiesen hat, dass er erstens wieder Bock hat und zweitens sich extrem viel Mühe gibt. Daher denke ich, dass sich der ein oder andere Teilnehmer freuen wird, von ihm analysiert zu werden. Ja, was haltet ihr von der Idee, dass es direkt nach dem Octa-Battle eine zweite Staffel gibt? Schreibt es mir mal gerne unten in die Kommentare und nominiert mal einen Kandidaten eurer Wahl und schreibt ihn per Hashtag in die Kommentare. Mal schauen, was sich daraus noch entwickelt. Sobald es neue Infos geben sollte, halte ich euch hier natürlich auf dem Laufenden wie Stirnbänder. Also Kanal abonnieren und digitalen Daumen da lassen. Und hier flinke ich euch meine erste Reaction zu dem neuen Song von 84. Der heißt, glaube ich, Ehrenlos. Viel Spaß damit. Schreibt mir gerne euer Feedback in die Kommentare. Bis zum nächsten Video.